Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich bin auf dem R8-Account. Ich habe hier echt schon jetzt länger nicht mehr so angefangen mit dem Schiefdorf hier. Und nach wie vor ist der Schief Rathaus Level 8, aber es wird nicht mehr lange dauern. Dann geht der Schief auf Rathaus Level 9, denn in einem Tag, ja, ich glaube, es ist knapp jetzt ein Tag noch oder 23 Stunden, ist mein Rathaus 7 fertig. Also mein 6er ist fertig dann auf 7. Und ihr habt es ja schon im Bildchen gesehen, vierfaches Event oder viermal Event hier, das artet natürlich schnell mal in Stress aus, vor allen Dingen, wenn ich dann noch an vielen Fronten hier Clankriege spiele. Also wir können hier mal reingehen, ich habe heute den Client auch mal auf Deutsch geladen, also die hier oben oder beziehungsweise die hier unten kennen wir ja bereits, die noch 47 Tage, wo man hier schneller boosten kann in der Bauarbeiterbase, ist natürlich auch krass. Ich habe es immer noch nicht genutzt und wir haben hier ja das Zauberbraun, das habe ich ganz verpeilt, dass das nur ein Juwel kostet. Also ich habe das jetzt erst am Sonntag im Stream festgestellt, als ich da mit dem R10 geboostet habe, dass das ja nur ein Juwel kostet. Hier ist natürlich auch super, gerade im CK, wenn du mal viel spenden willst oder so. Dann natürlich das Halloween-Event, das habt ihr gestern gesehen in meiner Folge. Mit dem hier habe ich auch noch nicht wirklich viel getan. Und neue mit hinzugekommen ist, ob Sieg, Niederlage oder Unentschieden. Während des Clankriegsereignisses erhält jeder die doppelte Beute. Das heißt also, das kann ich euch mit dem Account hier gar nicht zeigen, weil wir im Moment nicht im CK sind. Das heißt, wir sind noch am Vorbereitungstag. Da sieht man natürlich nicht, wie viel Beute ich hier für meine Bases kriege. Aber ich blende euch das jetzt mal eben ein, wie das bei meinem Rathaus 6 im Moment aussieht. Der spielt nämlich aktuell Clankrieg und da seht ihr dieses kleine X2. Das ist also, es gibt also doppelte Beute und das ist natürlich richtig, richtig krass. Ja. Ich bin hier ja jetzt schon länger nicht gewesen, das tut mir auch ein bisschen leid und ich muss sagen, wenn ich hier ins Kriegsloch schaue, auch ich bin ja nicht fehl von Sachen, die ich nicht schaffe. Zum Beispiel Angriffe. Ja, ich habe hier meine Angriffe nicht gepackt hier mit dem Donnerbengel und auch mit dem Schief Barfuß. Und der Donnerbengel, das wäre fast noch ein wichtiger Angriff geworden im oberen Bereich, aber ich habe die Zeit einfach verpennt und als ich dann ins Spiel reinkam, waren die beiden Angriffe auch schon durch, aber nichtsdestotrotz haben wir auch diesen CK gut gespielt hier, haben gut gedreiert und auch nett die Zehner vor allen Dingen gezweit. Ich glaube, der Gegner hat auch zwei mehr an der Stelle und ich würde sagen, wir haben ja schon länger auch nichts mehr aus den wirklich unteren Rathausstufen hier gesehen. Ich selber auch nicht, obwohl ich ja einen Sechser bespiele, aber demnächst bespiele ich einen Rathaus 7. Da freue ich mich besonders drauf, denn dann habe ich auch wieder diese Truppe hier, nämlich die Drachen. Zwar erstmal auf Level 1, da wollen wir ganz piano vorgehen, aber ich freue mich auch wieder auf das Farmen mit der Rathausstufe, nämlich das Dunkle, also die ersten 10.000 dann für den King, um den aus dem Shop zu holen. Und da bin ich auch schon gespannt. Ich denke mal, ich werde auch wieder so ein bisschen Folgen mit dem machen oder vielleicht auch ein bisschen im Stream mit dem machen, aber demnächst, in den nächsten paar Wochen wird es natürlich richtig heavy, wenn der Thorsten erstmal auf sein Elfer ist und dann muss man ja fairerweise dazu sagen, die Sachen, die man bauen kann, sind ja schon teuer dann im Rathaus 11 Bereich. Also erstmal sowieso alle Sachen rausziehen, die neu dazugekommen sind und hat er gut gemacht, der Tolkien. Hier hat das Loch in der Base gesehen. Das ist natürlich krass, da kannst du schön, wie er das hier gemacht hat, die Loons einfach droppen und dann legen die gleich los hier auf die Defense. Also schöner Angriff hier. Ist eigentlich eine ganz schön große Base hier, sehe ich gerade, für ein Rathaus 7. Wenn auch nicht so super gut, aber die könnte man mal nachbauen. Ich bin ja nicht so der Basebauer, weil die ist natürlich sehr, sehr offen hier und so eine Flut von Drachen fliegt hier doch schon ein bisschen zu einfach durch. Da müsste man vielleicht dann doch eine Base bauen, wo die Drachen so Felder abfliegen und sich immer weiter nach außen drängen lassen und von innen dann die Luftabwehr darauf schießt. Aber hat er gut gemacht hier und nach wie vor hier im Clan, auch wenn er den einen oder anderen Angriff gar nicht gemacht hat. Ich habe gerade gesehen, King hat da gar nicht mehr setzen brauchen. Ja, ist natürlich auch top. Und dann peilen wir uns mal ein bisschen nach oben hier, die 13 YOLO. Hier unten hatten wir so einen kleinen Rascher. Ich habe den leider nicht geschafft mit meinem R8. Bin da irgendwie bei, weiß ich gar nicht, 92% hängen geblieben. Und der YOLO hat aber gesagt, er macht die dann nach mir. Und mal gucken, ich habe den Angriff noch gar nicht gesehen, wie er das gemacht hat.
Aber hier haben wir so einen typischen CK-Account. Ich sag mal RH8 Def. Hier innen drinne, das sieht auch witzig aus mit 3 7 Bogenschützentürme in der Mitte. Das ist echt der Hammer. Es gibt ja auch manchmal komische Bases. Und natürlich für Rathaus 10 die Teslas, die tun dann natürlich weh. Aber mit der Masse, die machen auch nur punktuellen Schaden. Mit der Masse an Hox hier ist das natürlich dann ein leichtes Spiel. Vielleicht sollte man, wenn man sich dann so einen Account schon hochzieht, nicht nur die Teslas hochmachen, sondern die vielleicht noch nicht mal so sehr, sondern vielleicht eher den Flächenschaden. Denn der bringt natürlich viel, viel mehr gegen solche Horden hier, weil mit so einer Base musst du immer damit rechnen, dass du mit Hog Rider angegriffen wirst, da die Riesenbomben, glaube ich, komplett außen waren. Na, eine war hier unten in der Base, aber das ist, glaube ich, auch gewesen. Und da läuft man natürlich immer Gefahr von so einem guten Angreifer wie der Julo. Jetzt guckt euch das mal an, wie viele Schweinereiter da noch übrig sind. Die gut nochmal durchgehalten. Es kann ja sein, dass da noch was explodiert und dir plötzlich die ganzen Hogs flöten gehen. Das ist mir nämlich passiert mit meinem Rathaus 9er, mit dem Avatar. Da hatte ich auch am Ende noch, ich glaube, 7 oder 8 Hogs und bin dann nochmal richtig in eine Riesenbombe und in eine Falle getapst. Da seht ihr, also da gehen sie gerade hoch. Und hatte dann noch einen einzigen Schweinereiter. Der hat dann aber noch ein bisschen Cleanup mitmachen können. Und da habe ich auch wirklich, wirklich Masse gehabt. Der geht übrigens heute Abend aus seinem Kriegsklan raus. Aber ich bin schon wieder vergriffen oder vergeben, bis ich die 140.000 habe, um dort den King weiter zu leveln. Da gehe ich also mal in einen Clan, den ich noch gar nicht kenne. Also manchmal kenne ich natürlich die Clans, wo ich so reinkomme, aber den kenne ich dann an der Stelle tatsächlich mal gar nicht. So, hier haben wir den Ragnar. Ragnars Helden kommen. Oh, man sieht das. 12er Pärchen schon. Ich glaube, er zieht halt immer einlevelig hoch. Hier also erstmal ein Level Queen, ein Level King und kommt dann so auch dem Max RH9 mal so ein ganz kleines Stückchen näher. Macht aber nichts, denn nach wie vor ist natürlich seine Range hier 10 auf 11 sehr, sehr gut für ihn. Also das passt dann von dem Heldenpärchen her und auch von den Bases her, die er machen muss. Und nach wie vor ist die Kombi hier mit den Riesen und den Heilern sehr, sehr gut. Die gehen jetzt richtig krass in die Mitte hier mit dem King vor allen Dingen auch. Also hier wird richtig schön in der Mitte getankt. Und dann kommen die Hogs hier oben von links schon mal mit rein. Ganz, die Doppelbombe. Okay, aber eine Doppelbombe, wenn die gut in Heil sind, die Schweinereiter, denen macht das dann auch nichts mehr aus. Muss man auch an der Stelle sagen, da müssen dann schon 3 liegen. Oder, was ich auch gerne habe in meinen RH9 Bases, ich habe die Doppelbomben am Bombenturm, das heißt also, dann geht wenigstens 3-mal da was hoch, aber wer einen guten Heil geworfen hat, ja, dann hast du keine Chance. Wenn die Hogs da einmal durch sind und dann noch ein bisschen durch den Heil reiten können, dann ist das schon eine coole Sache. Und ihr seht ja hier, wie viel Cleanup hier jetzt in der Base ist. Und hier war auch reichlich Zeit. Also die Zeit läuft natürlich nur ab, solange wie der Kampf hier gedauert hat. Aber hat er gut gemacht hier, die Base ist weil sie war natürlich nicht so stark, aber ich sag's ja auch immer wieder, ich wiederhole mich ja auch gerne. Jede Base hat ihre Defense und solange die da ist, stellt sie natürlich eine Gefahr für jede Truppe dar. Aber hat er gut gemacht, hier schöne 100% vom Ragnar. So, ich habe hier oben ja auch so ein bisschen was, glaube ich, getan. Ich muss mal gerade gucken, ja, der Donnerbengel durfte sich auch einen 9er schnappen hier, ja. Mit dem Golaloon mal, okay. Warum habe ich das eigentlich mit dem Golaloon gemacht? Ich glaube, weil ich gut in diese Base reinkam. Und mein Ziel war eigentlich, glaube ich, Queen hier wegzumachen. Also hier die Queen-Platte und den Feger und natürlich irgendeine Luftabwehr. Und auch hier sieht man, ist die Defense noch nicht maxed RH9. Mein Golem habe ich da natürlich so richtig zum Sterben zur Queen geschickt. Ja, und Mauerbrecher sind... haben zwar aufgemacht, aber ich habe dann erst Sorge gehabt, ach hey, da gehe ich jetzt gar nichts in die Mitte. Jetzt hast du da so ein schönes Loch gemacht. Ja, aber keiner von meinen Truppen geht da rein. Aber jetzt bequemen sich doch ein paar Bowler. Und der King mit Queen, das reicht mir eigentlich. Mit einem Magier jetzt schön die Clanburg durchgegiftet. Und jetzt hatte ich ja meine Ziele eigentlich schon erreicht. Nämlich die Luftabwehren hier. Da geht jetzt die zweite weg. Und kann jetzt in den Rücken des Fegers hier schön meine Loons und meine Hunde setzen. Die Hunde habe ich vielleicht ein bisschen, ja, beide auf einmal ist vielleicht auch nicht so gut. Die kriegen jetzt natürlich Beschuss von 2
Luftabwehren. Tanken aber jetzt an der Stelle auch ganz gut. Mein Eilzauber war wirklich schlecht. Da ist ja kaum was in Eile reingeflogen, außer jetzt der Hund. Aber die Masse an Loons macht es hier jetzt natürlich. Und der X-Bogen auf 2 ist jetzt auch nicht so super stark. Und jetzt sind es eigentlich nur noch zwei Gebäude, nämlich der Bogenschützenturm und der X-Bogen. Und dann ist das hier gewesen mit der Feuerei in der Base. Also auch hier mal wieder ein netter Angriff von mir. Der war auch noch offen, also da konnte ich noch einen Stern rausholen. Hat mich natürlich an der Stelle gefreut, um mich für den vorherigen CK zu revanchieren. Das heißt, dass ich da einen Angriff nicht gemacht habe. Habe ich hier sehr früh meinen ersten gemacht, auf dem Rathaus 10er, leider nur mit einem Stern. Aber ich habe es probiert, weil die 10er auf der anderen Seite doch ein bisschen mehr waren. Und im oberen Bereich dann die zwei Sterne zu holen, hilft dann natürlich unseren 10ern, die wiederum dann auf 9er zurückgehen können, um starke 9er Bases dann zu 3ern. Aber auch der Donnerbengel hier wird jetzt demnächst seine Queen endlich auf 26 anstarten. Und dann geht das hier auch maxed mit diesem Account hier weiter. Jo, das waren die drei. Ich glaube, das war von der Zeit her, war das glaube ich auch ganz in Ordnung hier an der Stelle. Und jetzt muss ich mal gucken, hier ist der King. Ich glaube, das war unser letzter Stern hier auf die 7. Der King Vegeta oder König Vegeta hat hier in RH9 gemacht, also das ist eigentlich die Absicht. In RH10 macht hier in RH9 auf 3 und 9er machen 10er, wenn es denn geht, auf 2. Wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Kann ja auch nicht immer klappen, aber hier schön mit der Bola-Heiler-Kombi immer noch gern genommen und immer noch, ich hätte fast gesagt, funktionstüchtig. Denn hier sind die Luftabwehren sehr tief in der Base drin. Und da kriegen die Heiler erstmal überhaupt keinen Beschuss, können richtig schön die ganze Zeit irgendeine Truppe heilen, welche es denn ist. Ich hätte fast gesagt, jetzt schickt er da noch mal zwei Heiler rein, also mehr Heiler als Bola. Welche ist letztendlich egal, die schwenken ja auf die Truppe, die in ihrer Nähe Healpoints verloren haben und heilen sie wieder hoch. Und von daher kann man das manchmal gar nicht so schnell blicken, was heilen die denn jetzt eigentlich? Ah, hier heilen die natürlich super die Riesen durch und wenn die Riesen schön geschützt von den Heilern werden, also immer schön geheilt werden. Und Queen mit ein paar Bolern, wir sehen das ja jetzt da in der Mitte, mit King und ein paar Boler rechts und links hier in Heilung, dann gehen die Fressen, die sich hier auch durch so eine starke Base durch. Und so hohe Helden hat er jetzt noch nicht mit 20 und 18, aber ist hier ein ganz stabiler Angreifer bei uns im Clan und ist ja auch schon lange da. Ich glaube, er war ja auch mit einem anderen Char dann auch mal bei True Verse 1, der auch ein bisschen besser aussieht. Ich glaube, das ist ein RH10 mit fast 40er Heldenpärchen, aber hat er hier schön gemacht und das waren hier am Ende die wichtigen Sterne. Hier haben wir nochmal, ich glaube, ich hatte das dann auch gesagt, nochmal einen Deckel drauf gemacht, also mit 4 Sternen Abstand hier gewonnen und mit dem einen vom Murksen CK oder den, ich glaube, das war ja der vorvorletzte, da haben wir 50, 55 verloren, weil das weiß ich auch nicht, ich wollte das erst aufnehmen, aber ich wusste gar nicht, wie kannst du die Folge jetzt nennen, wo ganz, ganz viele in den unteren Bereichen, die eigentlich ja immer sehr, sehr sicher sind, also Rathaus Level 8 Bereiche, gefailt haben ohne Ende und dann auch noch zwei oder drei Leute außen klar gegangen sind, also auch hier nochmal so ein bisschen Obacht geben, wen wir hier mitnehmen und wir nehmen auch jetzt nicht mehr jeden sofort mit in die CKs, wer hier reinkommt und den Toto Clash Bonus gibt es ja auch nicht mehr, also auch das habe ich schon lange abgestrichen hier. Ich meine, ich finde das natürlich sehr, sehr nett, wenn hier einer reinkommt und sagt, hey, ich bin ein Abonnent von Toto und das ist aber kein kein Aufnahmekriterium hier. A, muss man das nicht sein und B, gibt es dafür auch keinen Bonus. Also bitte ganz normale Leute hier rein. Ich bin nicht da, hätte ich mal fast gesagt und natürlich bin ich auch mal hier, aber ich bin auch nur ein Mensch und nur ein Spieler, der hier sein Bestes gibt, spendet, immer an Gesprächen teilnimmt und einfach nur den Tag Tag sein lässt, also mal nichts anderes, außer dass ich natürlich ab und zu mal ein Video drehe. Da wissen die Leute natürlich auch nicht wann. Das Ganze, ich nenne das ganz, ganz überspitzt mal, das ganze Gebettel hier um ich will ja auch mal in Video sein. Auch das hat ein bisschen aufgehört. Ich glaube, ihr habt jetzt ein bisschen gemerkt, ich nehme das relativ individuell auf. Wie ich meine, ich gucke mir hier ganz, ganz selten vorher mal Angriffe an, sondern ich sehe, das sind 2 Sterne, das sind 3 Sterne.
ab und zu habe ich ja Live-Kämpfe gesehen, aber dieses Gebettel hier kann ich auch mal in das Video, guck mal, ich habe hier gerade 2 Sterne auf den 10er geholt. Gar keine Frage. Nur ich kann ja auch nicht alles mit reinnehmen. Ja, ich kann nicht alles mit reinnehmen. Und den Dreier hier von Helmchen musste ich aber mal mit reinnehmen, denn ihr habt das vielleicht in den letzten CKs hier gesehen, der Helmchen ist auch nicht immer so ein stabiler 2-Sterner hier. Die Heldenkombi ist auch immer noch echt komisch mit 29,15. Aber er gibt sich hier nach wie vor Mühe und das finde ich auch nach wie vor klasse, dass immer wieder auf die Bases hier geübt wird und nicht nachgelassen wird, auch wenn mal nicht so gut angegriffen wurde, aber hier hat er mal richtig Eier gehabt und ist hier durch diese Base durchspaziert. Und da hat sich das Ganze, ja, da hat sich das Ganze dann bezahlt gemacht, dass man mal ein bisschen mehr geübt hat. Gerade mit dieser Truppenkombi hier hat er, glaube ich, auch noch nicht so oft angegriffen. Und denn vorher waren es eher dann Valkyren, mit der er durch die Bases gegangen ist, ja. Und oftmals war es dann teilweise 1 Stern, manchmal 2 Sterne. Aber eigentlich für unseren, ich glaube, Helmchen ist hier unser stärkster Char. Ist das natürlich dann sowas auch, das baut dann auch wieder auf. Und das lässt dann auch hoffen für die nächsten CKs. Ich hoffe, er nimmt nicht jetzt nicht immer dieses Pärchen hier, denn Garant ist es ja auch nicht, dass man hier immer 3 Sterne mitholt, auch wenn man es jetzt einmal getan hat. Das sehe ich auch immer sehr, sehr häufig, dass jemand Truppen baut, mit der er einmal 3 Sterne geholt hat, aber danach nie wieder und dann immer, immer weitermacht und sich dann nichts anderes mehr einfallen lässt. Das ist natürlich auch fatal. Und zum Schluss schauen wir uns hier eine Base an. Die hatte ich auch mal als CK-Base. Ja, die hatte ich auch mal als CK-Base. Ich glaube, das war sogar meine allererste, die ich hatte, als ich Rathaus 10 wurde. Und die hat ein bisschen gehalten, hätte ich fast gesagt. Der Sprung war natürlich göttlich da. Schon mal Sprung aufs Rathaus. Das ist ja schon eine Ansage hier, ne? Also Gegner, so weit komme ich. Da, wo der grüne Kreis jetzt leuchtet. Bis dahin soll es gehen, denn da ist das Rathaus. Da ist der Ort der Begierde. Und das gelingt ihm hier mit 2 Sprung klar. Hab das gerade gesehen, hier Mauer aufgemacht, 2 Sprung hier rein und dann bist du hier im Core der Base, beziehungsweise ja mit 1 Sprung. Aber er hat einfach den 2. Sprung hier gesetzt, damit die Truppen jetzt nicht großartig außen rum gehen, sondern vielleicht so ein paar einfach übers Rathaus springen. Macht glaube ich kaum eine Truppe, obwohl da gibt es noch ein paar Bowler, die jetzt immer noch nicht, da springt ja nichts, ne? Das ist ja auch doof. Also eigentlich nicht so nett gesetzt, aber vielleicht war es ja doch nur eine Markierung für die Truppen. So wie so ein Rauchfeuer oder so, bis hierhin müsst ihr. Und aber springen braucht er nicht. Naja, mal gucken. Demnächst springt ja auch die Valkyrie. Ich weiß gar nicht, ob die in dem Event, was jetzt kommt, heißt es ja Sprung-Event, Valkyren-Event oder so, ob sie der Valkyrie dann Sprungfedern geben, um die Mauern hier endlich mal zu überspringen und nicht ewig an den Mauern zu kleben, um die dann letztendlich erstmal kaputt zu kriegen, um dann irgendwo immer die ganze Zeit Feuer zu kriegen. Oh, die tut ganz schön weh, so eine Doppelbombe hier. Ja, aber trotzdem, ihr seht das hier, also kann man ganz gut 2 Sterne raufholen. Hat er gut gemacht. So, auf dem Feiertag, glaube ich, ihr seht die Folge irgendwann jetzt kurz nach Mittag, dann bin ich mit der aber auch fertig. Und ich habe das aber ganz verpeilt, dass wir 2 Feiertage haben und habe das schon heute Abend oder heute Nacht im Discord gesagt, dass ich mal frage, Dienstag oder Mittwoch einen Stream. Wir haben uns auf Mittwoch geeinigt. Ich weiß, da hat natürlich keiner von euch jetzt mit abgestimmt, aber ich denke mal, wir können ruhig einen der beiden Tage hier nutzen, um noch einen Livestream reinzuschalten. Vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen was zu tun habe und natürlich wieder Kontakt zu euch haben möchte. Ihr habt das gesehen. Meine Friendslist bei Thorsten ist wieder leer, also ihr könnt mir wieder ein paar Freundschaftsanfragen schicken und ich zeige wieder nette Dinge im Livestream am Mittwoch, hoffe ich, also ich sage das unter Vorbehalt, am Mittwoch im Livestream, vermutlich auch am frühen Abend, also gar nicht mal spätabend, sondern eher später Nachmittag, früher Abend. Und bis dahin, euer Toto. Clashen.